Leute, wir kommen zu einem weiteren Pokémon Schwert und Schild Tutorial, Guide Video. Warum weiteren? Ich hatte schon ein Shiny Video und ein Video, wie man mit Freunden online Multiplayer spielt. Könnt ihr euch beides gerne angucken auf der Endcard nach dem Video. Einfach draufdrücken und ja, euch angucken. Ne? Heute geht es aber um Ditto. Warum zur Hölle macht man ein Video über ein Pokémon und das ist ein Ditto? Es ist vielleicht ein bisschen süß, ja. Aber ist doch nicht stark oder brauchbar. Doch, bevor ich dazu komme, warum du es unbedingt haben musst, zeige ich euch allen, woher du es bekommst. Denn das ist gar nicht mal so einfach und das dauert relativ lange. Denn, ja, ich zeige es euch mal einfach mal, wo der Fundort ist. Und zwar hier im Naturgebiet, ist ein großes Gebiet. Hier ist das Hauptgebiet des Naturgebietes, seht ihr am Bildschirm. Und ihr könnt hier oben durch eine Brücke durchgehen und hier nach oben kommen, ne? Dann seid ihr hier bei dem großen Naturgebiet. Und hier links seht ihr, das ist der einzige Ort, wo es ein Ditto gibt. Bisher. Ne? Ich habe das Spiel noch nicht komplett durchgespielt. Also ich habe alle 8 Orden, aber das Ditto noch nicht. Also ich habe noch kein weiteres Ditto gefunden. Also hier ist das Habitat. Das erste, was ihr alle erreichen könnt. Ihr braucht dazu ein Fahrrad. Und ihr seht, es ist über Wasser. Das heißt, ihr braucht ein Wasserfahrrad. Woher bekommt man ein Wasserfahrrad? Ganz einfach. Ihr müsst es hochschaffen bis in die Schneestadt. Bis in, der Name nicht hier. Bis in Kirchester? Was für ein Name? Wenn wir bis hier hinschaffen, dann gehst du die Route 9. Also, ihr seht das ja gar nicht. Moment. Hier rechts oben. Die Stadt Kirchester. Und dann gehst du hier die Route 9 runter. Auf der rechten Seite des Bildschirms. Und hier unten bekommst du dann dein Fahrrad. Warum? Weil du sonst nicht weiterkommst. Du brauchst das Wasserfahrrad, um eben diese Flüsse und das Meer zu überqueren. Ne? Und wenn du das Wasserfahrrad dann besitzt, kannst du eben, wie gesagt, einfach hier hinfliegen, wo ich gerade bin, zum Plateau. Und dann siehst du hier eben das Ditto-Fleckchen. Ich zeige es mal ganz kurz. Es ist relativ schwer zu finden. Ne? Es ist nicht so, dass du einfach hingehst und zack, ist es da. Nee, es ist schon ein bisschen schwieriger. Also man muss schon, wenn man Pech hat, ein paar Minuten rumlaufen, bevor man es überhaupt sehen kann. Ne? Denn es spawnt wirklich sehr, sehr selten. Und ja, wie ihr seht, es ist ein weiter Weg, ihr müsst da rüber, bla bla bla. Auf dem Fahrrad sitzen und dann seht ihr gleich das Wasserfahrrad, ja? Ihr braucht das Wasserfahrrad, sonst geht mal gar nichts. Ne? Du musst darüber mit dem Wasserfahrrad und dann, dann siehst du, Pokémon ausweichen, dann siehst du auch schon direkt die Wiese vor meinen Augen. Und genau hier, in diesem hohen Gras hier oben, ist das Ditto. Jetzt sind hier gerade Tektas und so weiter, auch ziemlich geil, muss ich mir ein paar fangen auf jeden Fall noch. Aber hier ist auch das Ditto drin. Sieht ein bisschen wild aus, ja? Wenn du es nicht siehst, fährst du einfach ein Stück hoch. Fährst wieder nach unten, dann spawnen die Pokémon nämlich neu, blub blub blub, siehst du? Und Ditto, das Problem ist bei Ditto, er ist ziemlich klein in dem Gras und du siehst ihn ein bisschen schwierig. Aber auf jeden Fall, hier weitersuchen, ne? Wieder hochfahren. Kannst auch Glück haben, dass es hier oben vielleicht ist, habe ich es aber noch nie gesehen. Wir gucken mal zur Sicherheit. Nö, hier sehe ich keins. Ich habe es bisher, wie gesagt, viermal hier unten gefunden, in diesem kleinen Grasabschnitt neben dem Stonehenge hier sozusagen. Leider taucht jetzt natürlich kein Vorführeffekt Ditto auf, aber egal. Hier ist es auf jeden Fall zu Hause. Hier müsst ihr einfach nur suchen, ein bisschen mit dem Fahrrad rumfahren und das war's. Oh, da fährt ein Aquana rum. Letztens ist hier ein Glaziola rumgelaufen, by the way. Auf jeden Fall, hier ist die Ditto-Wiese. Ich guck nochmal, während ich kurz sage. Und warum brauchst du jetzt unbedingt dieses Ditto? Du brauchst dieses Ditto, um zu züchten. Warum ein Ditto? Weil du damit die besten Chancen hast, sozusagen Pokémon zu züchten. Jetzt wollte ich fast sagen Pokémons, das wäre es gewesen. Ne? Wo züchtest du Pokémon? Also, auf Route 5, hier oben, lässt er mich gerade nicht? Ist egal, auf jeden Fall hier auf Route 5, ne, hier auf Route 5, da, ich wollte, hier unten auf Route 5 ist das Pokémon Hort, seht ihr hier beschrieben, ne? Also, ihr seht hier ein Pokémon Hort auf Route 5, da könnt ihr direkt hinfliegen, oder hier unten in der Naturzone ist auch ein Pokémon Hort. Es gibt also zwei. Die sind unterschiedlich. Wir fliegen mal zum zweiten jetzt, weil das direkt hier in unserer Nähe ist. Und dann seht ihr schon, hinter mir, das Pokémon-Hort. Hier geht es genauso wie beim anderen. Es sind einfach zwei verschiedene Pensionen. Ich weiß nicht, warum sie diesmal zwei eingebaut haben. Ist aber ganz cool. Und hier, wenn du das richtig machst mit deinen Sticks, kannst du die Sticks so einklemmen, dass du, so wie jetzt ich hier, ständig im Kreis fährst. Warum ist das wichtig? Zum Brüten. Da kommen wir gleich dazu. Ich will es nochmal kurz zeigen, bevor ich es vergesse. Also, wenn du den Controller hier so hast, und die Sticks in deiner Hand,
drückst einfach beide in Richtung Mitte und dann dreht er sich im Kreis. Da kannst du ein Gummiband drum rumwickeln und dann fährst du die ganze Zeit im Kreis. Okay? Ganz wichtig. Das ist zum Eierbrüten, bevor ich es vergesse einfach. Das Dito brauchst du, um das Dito hier nämlich abzugeben. Das ist bei mir gerade, glaube ich, im anderen Pokémon-Hort. Moment, wir fliegen einfach zum anderen rüber. Dann seht ihr auch das zweite Hort direkt hier oben. Flupp. Hinfliegen. Ja. Ist auch geil, dass man mit Schnellreise einfach hinfliegen kann. Hier ist das zweite Pokémon-Hort auf Route 5. Und hier habe ich auch bei der Dame mein Dito gelassen. Ich kann es jetzt abholen. Hier seht ihr es. Hier ist drinnen. Dito Level 56 ist da drin. Und zwar, dieses Dito brauchst du, damit du Pokémon verdoppeln kannst. Also ein weiteres Pokémon davon züchten. Dein Starter-Pokémon zum Beispiel. Bei mir ist es zum Beispiel mein Hoplo. Ich zeige es euch mal kurz in der Box. Man kann ja überall auf die Box zugreifen. Bei mir ist zum Beispiel mein Hoplo. Das habe ich jetzt hier, wie ihr seht, schon verdoppelt. Ne? Ich habe schon zwei davon. Und hier unten ist mein fertig entwickeltes. Also ja, Mimikmas war ja auch schon drei. Also ihr seht es ganz, ganz einfach. Hier auch die Boxen, bla bla bla. Also um Pokémon zu züchten, um zu vermehren, um es mit Freunden zu tauschen und so weiter, brauchst du eben entweder zwei gleiche Pokémon oder das Ditto. Und das Ditto ist viel einfacher zu bekommen. Du steckst das Ditto in die Pension rein, dein, keine Ahnung, dein Servol oder dein Porenta hier zum Beispiel dazu rein, ne? Und ab geht die Party. Dann bekommst du ein Ei. Musst nur ein bisschen warten, dann bekommst du ein Ei und das Ei kannst du ausbrüten und wie gesagt, da kommen dann diese Level 1 Pokémon hier raus. Und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn du ein ausländisches Pokémon mit einem inländischen Ditto, also dein Ditto zum Beispiel, mit einem Pokémon aus, wir nehmen mal jetzt als Beispiel, ich mache mal kurz die Kamera aus, hier mein Nebulak aus Korea oder mein Hoplo aus Frankreich oder mein Lichtl aus England und so weiter oder hier aus ich glaube Tschechien oder so, Spanien, ihr seht hier rechts oben steht überall ein anderes Land und Japan Mimikma zum Beispiel auch ziemlich geil, da bin ich ganz stolz drauf, das habe ich zufällig bekommen. Dieses Japan Mimikma mit deinem, ich zeige es mal ganz kurz, hier unten ist noch ein europäisches, also mein Ditto, die zwei kombiniert, hast du eine viel höhere Chance auf ein Shiny Pokémon. Ne? Also du nimmst dein Ditto, haust ein ausländisches Pokémon rein, höhere Shiny-Chance beim Brüten. Und beim Brüten ist es wichtig, dass du nur ein Pokémon mit dabei hast, und zwar zum Beispiel hier das Hot Rod. Warum? Ihr seht unter mir stehen, das hat die Fähigkeit Flammkörper. Wenn ein Pokémon die Fähigkeit Flammkörper besitzt, wie mein Hot Rod, dann brüten die Eier schneller. Auch eine wichtige Sache. Ne? Und wie gesagt, brüten kannst du ganz einfach, indem du einfach dein Fahrrad im Kreis drehen lässt. Geht aber nur auf im Naturgebiet, denn wenn du hier deine Sticks im Kreis, also Sticks zusammenhältst, passiert gar nichts. Du kannst dich hier nämlich nicht umsehen, nur im Naturgebiet. Also ja, Ditto rein, ausländisches Pokémon rein, ab geht die Party. Wie bekommst du ein ausländisches Pokémon? Mach's wie ich, mit Glück. Du gehst auf Y und dann siehst du hier das Online-Menü. Ne? Und da gibt es so etwas wie Zaubertausch. Mit Zaubertausch nimmst du einfach irgendein Pokémon von dir und schickst es in die Welt raus. Dann kommt ein anderes zurück von jemand anderem, der es genau das gleiche macht. Und dann hast du eine hohe Chance, so wie ich zum Beispiel ein japanisches Mimikma zu bekommen oder ein Fukano, wenn du Glück hast. Meistens bekommst du nur eine blöde Taube, ja. Aber du hast auch eine hohe Chance, ein richtig cooles Pokémon zu bekommen. Und dann hast du dein Ditto von dir selbst, von dem Naturgebiet, wo ich dir gerade gezeigt habe, wie du da hinkommst, plus das ausländische Pokémon, die zusammen reinstecken in die Pension, viel Spaß haben lassen, den beiden. Und dann kann es sein, dass du ein Shiny bekommst. Ich werde es auf jeden Fall in Zukunft oft machen. Ich werde Shiny hunten auf die eine Methode, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Und auf die Eierbrütmethode. Und dann mal gucken, wann wir unser erstes Shiny-Pokémon bekommen. Ich denke, du solltest nun wissen, warum es doch so wichtig ist, so ein blödes Pokémon wie ein Ditto zu haben. Um zu paaren, wie gesagt, für die Eierproduktion gibt es nichts Besseres. Ich hoffe, ich kann dir helfen. Du weißt jetzt, wo es Ditto... wo das Ditto zu finden ist, wie du es bekommst, was du damit tun sollst und so weiter und so weiter. Natürlich ist es noch besser, ein ausländisches Ditto zu haben und das zu kombinieren mit deinen eigenen gefangenen Pokémon, weil es viel einfacher ist, natürlich dein Wunsch-Pokémon zu fangen und es dann mit einem ausländischen Ditto zu paaren. Aber ein ausländisches Ditto musst du erstmal bekommen, ist gar nicht mehr so einfach heutzutage in dem Spiel. Leider, leider, leider. Aber jetzt auf der Endcard, wie gesagt, die andere Methode, Shiny zu bekommen, nicht nur durchs Brüten, also ein Video jetzt und wie man Online-Multiplayer spielt und mein Let's Play. Ich spiele das Spiel auch komplett durch hier. Spoiler, ich bin fast durch. Also du siehst das Video auf jeden Fall früher, als das Let's Play läuft. Ich will das Let's Play aber auch durchspielen. Ja, wie gesagt, guck da gerne mal rein. Wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare. Wenn du weitere Wünsche hast für Tutorial- oder Guide-Videos, schreib es mir auch in die Kommentare. Scheißegal, was es ist, lass es mich wissen. Vielleicht mache ich ein Video zu und du bist dafür verantwortlich. Ne? Also Leute, abonnieren nicht vergessen,
um das alles eben nicht zu verpassen. Jetzt viel Spaß mit den Videos auf der Endcard. Haut rein und ciao.